Und wieder einmal nach einer gefühlten Ewigkeit kann es weitergehen. Hier beim Let's Play zu Assassin's Creed Syndicate. Jo, viel fehlt zwar nicht mehr, wie wir bereits wissen, es ist bloß noch ein einziger Groschenroman übrig und danach können wir uns endlich noch um die letzten Missionen kümmern vom, natürlich weiß ich keinen Namen nicht mehr. Ja, tolle Vorbereitung. Vom, Sultan müsste es sein, wa? Genau. Die waren ja auch noch im Season Pass enthalten, oder generell glaube ich als Free DLC, bin zwar da nicht mehr so sicher, wie das genau gehandhabt wurde, aber ist egal, auf alle Fälle sind noch enthalten, dann mir so, jo, warum eigentlich nicht, wa? Und danach habe ich das Let's Play, denke ich mal, endgültig vorbei, weil mehr gibt es glaube ich generell nicht mehr und im Season Pass sowieso nicht mehr und was sonst noch übrig wäre, finde ich jetzt nicht so sehenswert, von dem her, up, das tat ein bisschen weh, aber egal. Mal switchen war auf Jacobs, so. Groschenmann-Verbrechen, Mord im Palast. Ja, dann natürlich die Queen weniger Freude. Lösen Sie den verblüffenden Mord an einer Palastwache. Da schlägt es doch 14. Es gab einen Mord im Königspalast. Sie müssen diesmal besonders vorsichtig sein. Antiroyalistische Flugblätter sind aufgetaucht und die Lage ist angespannt. Die Queen macht sich große Sorgen um ihre Sicherheit. Hier entlang. Hm, okay. Dann folgen wir doch mal dem guten Freddy. Der jetzt noch lahmarsch unterwegs ist. An Freddy, hey. Hey, Kuckuck. So, dann darf die Palastwache eigentlich herumlaufen, müsste doch eigentlich stillstehen. Ich darf nicht mal mit den Augen zwinkern. Ja, das war, glaube ich, früher anders, war. Oh. Ja, ja, ich war. Ich folge dir ja, du bist nur ein bisschen langsam. Hm, wir haben noch einen guten Jogger. Komm mal hin, Alter. Rupp. Aus dem Weg, Mann, Freddy! Weg aus dem Weg! Klappt ihn nicht. Da wären wir. Viel Glück. Naja, Gott schützt die Königin und so weiter und so. Ja. Da ist also die tote Palastwache, wa? Warte, Knopf, bin ich nicht bei The Witcher? So, darf ich jetzt bitte, dankeschön. Arbeitszimmer der Queen, Leiche des Wachmannes. Wäre noch eine coole Bildschlagzeile. Ein Mitglied der Palastwache, das in einer verdrehten Position zusammen gesagt ist. Augen im Mund weit offen, der Körper zeigt eine Einwirkung von Gewalt. Oder halt Blick. Bild, Blick, was gibt es eigentlich in Österreich? Keine Ahnung. So. Keine Wunden. Hm. Was haben wir hier? Eine unbezahlbare Vase und ein Team als auf einen Kampf. Aber ich dachte, es gibt keine Wunde an seinem Körper. Wie kann das sein? Das ist nicht logisch. Arbeitszimmer der Queen. Brief von Scotland Yard. Scotland, ja, nicht Scotland Yard. Ein Privatsekretär Ihrer Majestät, Sir Henry Ponsonby. Sehr geehrter Herr Sir Henry, es bekümmert mich in wegen eines aufwühlenden Geschehnisses, das ich vor kurzem angefangen habe, schreiben zu müssen. Und gestern informiert, dass ein kleiner Junge entführt wurde und haben ihnen, dass sie auch ihre Majestät, falls es nötig reicht, die Nachricht so schnell wie möglich rüberbracht. Fürchten, dass das Verschwinden des Jungen dann möglich uns versuchen, in Verbindung steht, die Zeremonie im Palast der Damen zu stören. Einen gewissen Arthur Doyle zu finden. Nee, das kann nicht sein. Nicht Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle vor allem. Das Fenster ist zerbrochen, das Loch ist groß genug, dass eine Person ihn durchsteigen könnte. Hä? Oh, ein Loch ist eher kein Loch. Ja, die ganze Scheibe ist im Arsch, ja, aber es ist kein Loch drin. Okay, ist das die andere Seite? Sieht so aus. Nö, hä? Achso, der Safe. Artis Hof. Weiß tiefe Kerben auf, als ob jemand versucht hätte, ihn aufzubrechen. Ich weiß nicht, ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Ziemlich sicher schon, die Frage ist bloß. Bitte verlassen Sie den Raum für einen Moment.
Niemand darf uns beim Öffnen des Tresors zusehen. Madame, darf ich sie etwas... Ich möchte sie gerne etwas... Also, ja, es wäre trotzdem cool, wenn ich sie etwas fragen dürfte. Ich meine, ich habe ja die Option inspiziert. Ja, gut. Ja, geh kurz raus. Kein Problem, denn ich habe die Adleraugen. Sie meinen doch nicht etwa, dass jemand auf das Zepter aus ist? Ich muss es sehen. Wir haben angeordnet, dass das Zepter mit der Taube für die Veranstaltung aus dem Tower geholt wird. Gott sei Dank. Es ist unversehrt. Glaubt ihr ernsthaft, ich kann so die geschlossenen Türen durchhören? Also ja, ich ja schon, aber normalerweise meine ich halt. So, Queen sind verdächtig. Der arme Mann. Wir haben ihn hier gefunden, aber er war bereits tot. Er gab sein Leben, um unseres zu schützen. Wie sie reinguckt, so, ist doch alles scheißegal. Nur wir kennen die Kombination. Der Tresor enthält das äußerst wertvolle Zepter mit der Taube, welches wir beim Ritterschlag heute Abend einsetzen wollten. Hm. Das gibt immer noch alles keinen Sinn. Zumindest bisher. Aber ja, echt alles schon. Hat's irgendwo noch etwas Gelbes, Markiertes? Oder bin ich hier echt fürs Erste schon mal... Natürlich haben wir noch etwas, und zwar ein Brief. Ein List eingesehen und Teilnehmer der heutigen Abendschaft in der Zeremonie. Die Queen wird mehrere Unternehmen zum Ritterschlagen, die sich auch gegen Kinderarbeit einsetzen. Ich sollte zurück und mehr darüber herausfinden. So, so. Dann war der Mörder vielleicht für Kinderarbeit? Hm. Heute Abend werden einige Industrielle geehrt, die dafür kämpfen, die Kinderarbeit zu beenden. Alle prominenten Einwohner Londons sind eingeladen. Verstehe, verstehe. Ja gut, gehen wir mal zu Artis Hof. Frage ist, kommen wir da am schnellsten hin, aber ich denke mal über die Treppe, war. Neue Mission im Auftrag der Queen! Komm schon ein bisschen schneller! Ach, hinten, Jacob! Hilfe! So, lang mal da. Alter, ist lange weg. Weit weg. Entschuldigung, abseitig, sag mal. Dieses Assassinen hier natürlich unendlich Ausdauer. Sagen wir es mal ganz ehrlich, wo ist das Teil? Ich dachte, das wäre eigentlich vor der Hütte, aber... Bitte was? Jo, dann wäre es vielleicht etwas für Reisepoints. Die wollen offenbar gerade nichts. Nun, ich nehme keinen Bock drauf. Ja, toll. Alter, ist weit weg. Hey, Typi, Platz da! Meine Kutsche ist weg! Platz da! Ein Auftrag Ihrer Majestät unterwegs! Aus dem Weg! Es ist dringend! Das geschah ein Mord! Oh, das sollten wir nicht alle wissen. Kleine Abkürzung, die sogar funktioniert. Geil! Oh! Wo geht's hin? Wow!
Eine Abkürzung, ich hoffe, es klappt auch. Aus dem Weg! Ich bin der Verrückte! Ja, lauf schön weiter und ja, lauf. So ist es weg. Ja, natürlich gibt es dafür Punkte, ist natürlich logisch. Mutwillige Zerstörung! Wow! Wow! Wow, wir sind langsam schlecht. Wow, 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 wow. Hey ho! Tschüss! Aua! Braves Mädchen! Alter, ist das weit weg! Ja, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass ich ihn noch irgendwie überall durch muss im Verlauf weiter, Mädchen. Der Mission. Dankeschön! So, wie komme ich jetzt da? Meinst du, der Hof, wa? Machen wir Arti mal den Hof. Ey, warte mal, ist ein Typ? Nee, sicher nicht. Ich glaube nicht, dass Jacob diese Interessen hat. Hey, Kumpel! Buck, du liest Bruder! Hey, Bucky! Arti ist echt durchgedreht. Er glaubt, dass irgendein Meisterkrimineller unterwegs ist. Und heute Morgen war er fort. Was sagt Duli? Er meinte, er hätte was entdeckt. Überall versteckte Hinweise. Ich habe Archies Freund gesehen, Mr. Raymond. Er kam gerade mit seinem letzten Groschenroman von Purlock Publishing zurück. Ziemlich aufgeregt. Ich mochte ihn nicht besonders. Bringt uns nicht gerade viel weiter, die Aussage. Ich weiß, im ersten Opfer beschuldigt wurde von uns, ja. Ja, ich erinnere mich, es ist zwar schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, aber von den Parts her. Ist von Ende führt zu. Vielleicht sollte ich einen Verdächtigen verhören. Nee, da kann nicht sein. Du meinst etwa. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Wo ich so darüber nachdenke, hat er schon die letzten Tage echt viel über die Queen geredet. Er hat gemeint, sie steckt irgendwie in Schwierigkeiten. Das hat Arti gesagt, war? Und was sagt Mr. Raymond so? Wissen Sie, wenn er etwas für sehr wichtig hielt, hat er es mit unsichtbarer Tinte aufgeschrieben. So mit Zitronensaft. Dann braucht er Rauch, um es zu lesen. Falls Sie Rauch machen können, dann probieren Sie das doch. Dankeschön! Machen wir Rauch. Das ist natürlich eine rauchige Angelegenheit. Was? Das war nicht das, was er eigentlich wollte. Hä? War das schon wieder? Purlock Publishing, Henry Raymond, alles ist verbunden, folge den Hinweisen. Verstehe, er hatte wohl so eine Vermutung, dass wir kommen würden. So. Die können uns ziemlich, sag mal, geht's bitte mal. Ja. Hui! Hallo, Pap! Lass mich ran, ist nicht gerade um die Ecke, wa? Ja, doch. Aber jetzt sind wir in der Queen, ist ein bisschen weiter weg. Purlock Publishing, bin noch fast da. Lalala. Hui, jupp. Und schon bin ich da. Prescott? Okay, Prescott sind Nummer 4 und 8. Die kennen wir doch auch noch.
Ist unten auch noch etwas? Sieht nicht so aus. Der erst von vier Hinweisen. Und, ha. Da ist eine rote Person, das ist was anderes. Karte des Buckingham Palace. Abendzimmer, der Queen ist schwarz eingekreist. Okay, nicht gut. Angekreuzt. Oder? Schon angekreist? Also markiert, was er gekreuzt. Fehlen noch zwei Hinweise. Sind die wohl alle hier oben? Wird man uns loben? So. Was haben wir hier Schönes? Nieder mit der Monarchie, wenn das Leiden unter Victoria. Die Queen muss ihre Sünden büßen. Oh oh. Was ist jetzt hier Schönes? Explosion im Palast, im Herzen Englands. Die Queen fliehen, es wurde von Henry Raymond geschrieben. Er plant einen Anschlag auf den Palast. Er muss evakuiert werden. Ja, das ist denn alles, was sie brauchen. Natürlich haben wir alles, ist ja eigentlich klar. Wir können, ja, toll. Ja, da muss ich gar nichts mehr irgendwie machen und so weiter. Ja, das tolle Aufklärung. So, wo haben wir hier die Straße? Wo haben wir die Straße? Palast Lacher Reben, vielleicht kommen wir auch schon zu spät, du weißt das schon. Jupp, wups, ups, salopp. Dankeschön. Noch eine Kutsche. Kutsche! Kutsche! Ja! Warum trägt es einen merkwürdigen Hut? Na, kennt das noch jemand? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ja, auf die Frage hin, wer ist ein guter Fahrer, wird das Pferdchen sicher nicht sagen, du bist das. Du bist so verrückt, Mann. Hiu. Ja, ein bisschen schon, das passt noch. So ist's recht. Wenn nicht, wird's passend gemacht, so. Auf geht's. Komm schon, wow. Passt, passt. Passt theoretisch. Passt locker. Weiter, Mädchen. Wovon nehmen? Ui. Das passt nicht. Gut so, Mädchen. Das passt. Oh oh. Achtung, Leute. Jacob Fry ist unterwegs. Kumpel. Das war fast schon elegant. Oh. Jacob, du hast keinen Vortritt, Jacob! Egal, du hast die Abkürzung. Der haben Wagen, ey. Da wird zum Kreis. Palastwache! Hier sind mindestens 100 Menschen zu ihrer Ritterschlagzeremonie. Die Queen wird dafür das Zepter mit der Taube benutzen. Sie wird exakt um 1 Uhr eintreffen. Super. Einfach nur geil. Ich habe, ich finde, relativ wenig Zeit. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Alle raus hier, jetzt! Verdammt! Was hat das zu bedeuten? Das, was ich sage, raus hier! Los! Raus! Was ist das? Das müssen halt die Gäste sein, wa? Weg hier! Ein Notfall! Raus! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Nein! Alle raus hier! Jetzt! Verdammt! Mr. Fry, wir gestatten Ihnen, uns zum Gehen aufzufordern. Gut, Sie sind raus. Warum ist nichts passiert? Nichts passiert? Was ist hier los? Ich wurde getäuscht. Raymond! Warum hat er das getan?
Sie sind noch naiver, als ich dachte. Okay. Tja, das ist mal interessant. Ja, das finde ich jetzt aber echt. Was zum Arti? Raymond. Sehen Sie hinter das Offensichtliche. Hinter die Oberfläche. Hinter das Offensichtliche, hinter die Oberfläche. Hinter etwas nachgucken, wa? Bei ihm können wir nichts machen. Ja, wir fragen, ja toll. Wir können ihn befragen, weiter aber nicht. Okay, mal umdrehen, sind natürlich das da drüben. Nichts als ein Hochstapler. Mit mehreren Leuten wirkt es noch viel dramatischer. Was jetzt war alles nur an ihm inszeniert? Alle aufgeklärten Mordfälle? Das kann nicht sein. Oje, oje, Prescott, du krankes Schwein. Obwohl, eigentlich liegt der Tod da, also. Ist vielleicht doch eher. Aber Artie kann es nicht sein. Wer sagt die Wahrheit? Leben retten. Henry Raymond, Arbeiter, Bürger. Ablenkung, Henry Raymond, krimineller Meisterhirn. Was ist die dritte Option? Pflasterstuhl und Henry Raymond, Terrorist. Naja, welche Alternative haben wir? Ich meine, das ist im Prinzip... Ja, doch eigentlich schon der Hinweis darauf, dass er ein aufrechter Bürger wäre. Quasi das, Arti derjenige ist, der... Dreck am Stecken hat, aber ganz ehrlich, dass es ein Kind sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, noch die Aussage von Artis Freunden, dass er mit den Queen sprach und so weiter, und dann natürlich das ja, mit der Botschaft, das mit der Tetronschrift und so weiter, dass seine Freunde oder die anderen Kinder uns das mitteilen, wollen uns da vielleicht auf eine falsche Fährte führen. Aber ich kann mir vorstellen, dass. Wenn das Meister hier im Palast zerstören, der Palast ist nicht in den Luft geflogen, also indem er. Können das wohl ziemlich sicher ausschließen? Ich sage, kriminelles Meisterhirn. Ganz offensichtlich haben Sie für die perfekte Ablenkung gesorgt. Ah, was? Ich kann alle befragen? Sie halfen mir, diese widerwärtigen Menschen in den sicheren Tod zu führen. Wir sollten die Explosion bald hören. Diese widerwärtigen Menschen, ich weiß nicht. Es gab sicher einzelne Mordfälle darunter, die eigentlich gar keinen Sinn geben, wegen widerwärtig. Ich fand dieselben Hinweise wie Sie. Es sollte eine Explosion geben und ich brachte Sie her, damit Sie alle retten. Ich bin ebenso verblüfft wie Sie, dass nichts passiert ist. Das glaube doch keine Sekunde. Ja, nun? Es ist ziemlich sicher falsch, ich tue es aber trotzdem. Kann ich Ihnen nochmal die Hinweise nachgucken? Ja, natürlich nicht, wa? Sind doch gut gemacht jetzt. Egal, was muss, das muss. Bravo!
Okay, und jetzt? Ja, da liegt eine offensichtlich tote Frau. Hä? Verarschen? Linkshänder. Das heißt jetzt, ich habe das Falsche gemacht, oder wie? Ich hatte auch die Einladung für die Feier zu seinem Ritterschlag dabei. Diese Zeremonie mit dem Zepter. Genau, es war derjenige, der erstickt ist. Zum Ritter zu schlagen, er wäre ziemlich sicher einer davon gewesen, war so wie es aussieht. Jetzt sind wir wieder hier. Mit wie es aussieht, Mr. Raymond. Nee. Trauen Sie nie einem Mann, der Ihnen erzählt, was Sie hören wollen. Er führt etwas im Schilde. Queen geht. Hä? Kann ja gar nicht sein! Die Queen ist noch bei uns, mit der Queen geflohen. Ein Mann wie ich kann sich einfach alles nehmen. Selbst den wichtigsten Gegenstand der Kronjuwelen der Queen. Das kostbare und symbolträchtige Zepter mit der Taube. Sie mussten alle für mich ablenken, damit ich in Ruhe Ihre Majestät die Königin töten konnte. Ja, aber die Queen, die stand gar noch neben uns. Das gibt keinen Sinn. Während Sie all diese Leute umhergejagt haben, bin ich mit der Queen durchgebrannt. Das Lösegeld wird gigantisch sein. Ja, jetzt war das Zepter war ja auch noch da, aber wenn natürlich wir mit der Rettung von allen beschäftigt waren, um. Ich meine, so wie Jacob natürlich da reagiert, von wegen, alle raus hier und dann, puh, wir haben es alle geschafft und sie hat die Hände um den Kopf, hielt, sieht das eigentlich eher so aus, als hätten wir es, gemäß Skript, denke ich jetzt mal, hätten wir es wohl alle rausgeschafft. Ich finde, so ziemlich kurzfristig war, ganz ehrlich, alle finden plus die Queen noch, aber okay. Das Zepter mit der Taube, gestohlen dank ihrer Hilfe. Wie könnte ich mein Genie besser demonstrieren? Och nö, es geht weiter. Mensch, wie lange dauert das noch? Wenn man Uniform trägt, sieht jeder zu einem auf. Also verkleidet, jo, sagen logisch. Weiter. Gedächtnispalast, Spinne, das man tut zusammengerollt hat. Das bringt uns jetzt nicht gerade weiter. Ich schätze, die Lösung erfordert Geometrie. Safe-Knacker Henry Raymond, sämtliche Hände. Ich habe vielerlei Fähigkeiten. Einen Safe zu knacken gehört dazu. Wäre eine Variante. Beobachten, von Uhr aus beobachten. Ich habe die Queen beim Öffnen des Safes beobachtet, als sie kam. Wenn sie noch verkleidet gewesen wäre, aber dafür war die Palastwache dabei, wenn sie den Safe öffnet. Ich habe der Queen gedroht, sie umzubringen. Da hat sie mir die Kombination verraten. Bezweifle, dass die Queen so der Typ dafür ist. Hätten wir gemäß meiner Beobachtung also diese zwei Varianten. Safe-Knacker. Von Uhr aus gut, wie gesagt, wenn er als Blastwach verkleidet gewesen war. Wir wissen zwar nicht, wo er stand, aber theoretisch.
Ja, sagen wir das hier. Bravo! Ich weiß, es ist Bravo, aber es ist falsch, war. Ich war die tote Wache. Mit dem Spinnengift konnte ich meinen Tod vortäuschen. Von dort, wo ich lag, konnte ich alles beobachten. Dieser intelligente Schweinehund, Respekt. Ich habe den wertvollsten Besitz der Queen gestohlen, das Zepter mit der Taube. Wie das klingt. Ich habe sie überlistet. Den gerissensten Detective Großbritanniens. Ich habe sie mit den Hinweisen schlicht und einfach vorgeführt. Jetzt habe ich das Zepter, was meine Überlegenheit beweist. Respekt, Respekt. Also wären wir Sherlock Holmes und wer wäre Professor Moriarty? Jacob, aufwachen! Es war Raymond! Er hält Artie als Geisel! Sie sind auf dem Dach! Ivy wird Ihnen helfen, Jacob! Alles klar! Wir kriegen dich, Artie! Natürlich, ja. Wir helfen dir, Artie! Keine Sorge, Jacob. Er wird mich nicht bemerken. Alles klar. Wird doch noch interessant hier, wa? Aber Schlussspurt hin? Hätte ich nicht erwartet. Warte mal. Okay, er steht da. Tun Sie nichts Unüberlegtes, Mr. Raymond. Lassen Sie den kleinen Artie gehen und wir beide können das unter uns klären. Was sagen Sie? Ich weiß Ihre Mühe zu schätzen, aber ich habe keinen Grund, Ihnen zu trauen. Oder, Mr. Fry? Schade, wollen Sie einen quasi runterstürzen lassen. Machen wir es halt anders. Nein! Tja, da kommt einfach, wenn man das Spiel zu lange nicht mehr zockt. Man kennt die Knöpfe nicht mehr. Mann! Unsere Tage als Detektive sind also vorüber? Was ist mit dir, Artie? Ich bin froh, dass ich Mr. Raymonds Wahnsinn überlebt habe. Aber leider ist er jetzt auch nicht mehr hier, um Bücher zu schreiben. Ein großer Verlust, sicher. Ich meine es ernst, Miss Ivy. Meine Freunde und ich haben jede Woche auf neue Ausgaben gewartet, um zu lesen, wie es weitergeht. Warum schreibst du nicht einfach selbst? Dazu müsste man aber ausgesprochen clever sein. Dann bist du ja genau der Richtige dafür. Die grausamen Whitechapel-Morde von Artie. Dann benutze ich aber lieber den vollen Namen. Von Artie Conan Doyle. Sag doch Arthur. Das klingt gleich viel seriöser. Ja, Sir Arthur Conan Doyle, Mord im Palast. Nicht schlecht, also. Ich würde sagen, der war jetzt sehr, sehr gut. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Respekt. Jo, Leute, mal vielen Dank fürs Zusehen. Das sind also die Groschenromane gewesen. Es gibt ziemlich sicher keine mehr. Wenn doch, dann haben wir sicher ein Problem. Die dürfen wohl alle gewesen sein, wa? Definitiv. Soll keine mehr geben, Erinnerungen und so weiter. Ist, glaube ich, alles picobello durch. Sehr schön. Das heißt für uns, in der nächsten Folge geht es mit den Dulip-Sing-Erinnerungen weiter. Und ja, mal gucken, wie viel es davon noch geben wird. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.